Stuttgart, Bernd Wohlhöfer. Kurz zum bisherigen Saisonverlauf. Die Gäste sind recht holprig in die Saison gestartet, hatten Verletzungsprobleme. Ihre Nummer 3, GC Förster, ist die ersten Spiele ausgefallen, was ich dann am Anfang bemerkbar machte. Aber sie sind in den letzten beiden Spielen richtig in Schwung gekommen, haben gegen Bayern München gewonnen und im letzten Spiel gegen Leiselheim 5-5 gespielt, aber äußerst unglücklich, da sie alle knappen Spiele verloren haben. Und sie werden mit Sicherheit heute alles in die Waagschale werfen, um die Punkte nach Pokop zu nehmen. Und gehen das in folgender Aufstellung an. An Nummer 1, ihr Neuzugang, der letztes Jahr noch beim TSV Bad Königshofen in der zweiten Bundesliga gespielt hat, dort Meister geworden ist und eigentlich in die erste Liga aufgestiegen wäre. Seine zahlreichen Einzelerfolge würde jetzt im Rahmen sprengen, die er in seiner Karriere erreicht hat. Als Höhepunkt vielleicht die Viertelfinalteilnahme bei der Weltmeisterschaft in Osaka 2002. Bis jetzt in dieser Saison 6-4 Siege an Nummer 1, Richard Vimoni. An Nummer 2 haben die Gäste einen Spieler aufgestellt, der bereits 6 Jahre mittlerweile in Wohlbach spielt, da heimisch geworden ist, in dieser Saison auch holprig in die Saison gestartet ist, aber im letzten Spiel ein absolutes Ausrufezeichen gesetzt hat, indem er den indischen Spieler von Leiselheim, der bei uns ja alles weggeräumt hat, mit 3-0 geschlagen hat. An Position 2, Droschanow. An Nummer 3 haben die Gäste ebenfalls einen Spieler, der als letzte Station vor Wohlbach den TSV Bad Königshofen in seiner Vita stehen hat. Hat schon längere Jahre höherklassig gespielt, leider zu Saisonbeginn verletzt gewesen und erst 3-mal an den Tisch gegangen. Ein Sieg aus 3 Einzeln steht da zu Buche. An Nummer 3, GC Förster. Auf die Nummer 4 freuen sich viele fränkische Zuschauer besonders, weil er lange Jahre beim TTV Neustadt in Mittelfranken gespielt hat, dort auch bis in der Regionalliga oben als Spitzenspieler gekämpft hat. Vor einigen Jahren ging es für ihn auch nach Wohlbach. Dort hat er in dieser Saison bis jetzt 3-4 Spiele, 3-4 Siege im hinteren Parkholz erringen können. An Nummer 4, Xenia Christ. Im Doppel treten unsere Gäste an, an 1 Vimoni Förster und im Doppel 2 Droschanow Christ. So, dann kommen wir zu unserer Aufstellung. Letzte Woche völlig überraschend auch für uns, für viele, die es am Live-Ticker verfolgt haben, der erste Sieg in dieser Saison beim TTV Böschbach. Und wir treten in der gleichen Besetzung an wie letzte Woche. An Nummer 1, letzte Woche überragender Sieg gegen Fouillon, Martin Dumann. An Position 2, unsere langjährige Spitzenspieler, der letzte Woche vielleicht eines seiner 3 besten Spiele gemacht hat, sei deine Feldrich spielen. Ich kann mich noch an die Partie gegen Peter David erinnern. Die war ähnlich auf diesem Niveau. Aber letzte Woche hat er auch den Sieg dann davontragen können mit einem 3-0 gegen Roman Rosenberg. Wir begrüßen Martin Jaslowski. Letzte Woche überragender Akteur, 3-mal an den Tisch gegangen, 3-mal als Sieger vom Tisch gegangen. Unsere Nummer 3, Marius Zaus. Und an Position 4 unser Mannschaftskapitän Alexander Ratasev. Thank you.
In den Doppeln werden wir heute antreten an Nummer 1, Zaud Radasep, im Zweierdoppel Guman Jaslowski. Leider gab es, wir können die Musik ein bisschen runterfahren, diese Woche eine traurige Nachricht auch für den Verein und dafür möchte ich euch bitte erheben für eine kleine Gedenkminute. Am vergangenen Mittwoch wurde die DJK Spielvereinigung Erfeldrich erschüttert vom ganz plötzlichen Tod des Vereinskameraden Helmut Schmidt. Er war einer der tragenden Säulen im Gesamtverein, ein Mädchen für alles, der vor allem im Fußballbereich, im Jugendbereich als Organisator aufgetreten ist. Und er ist leider am Mittwoch völlig überraschend verstorben. Helmut Schmidt wurde nur 54 Jahre alt. Danke. So, dann wünsche ich euch natürlich zum Oberfranken-Derby viel, viel Spaß, tolle Spiele, der bessere Mannschaft der Sieg und das letzte Wort vom ersten Ballwechsel hat wie immer unser Oberschiedsrichter Richard Jörg-Gügel. Ja, liebe Mannschaftskameraden, liebe Sportkameraden, ich darf euch auch als Oberschiedsrichter recht herzlich begrüßen, auch im Namen meines Teams, dem Schiedsrichterteam Bernd Wohlhöfer und Edmund Kösswein. Die Schiedsrichterteam legt natürlich besonders viel Wert auf korrekte Aufschläge. Ansonsten wünsche ich euch beiden Mannschaften faire Spiele, spannende Kämpfe und uns Schiedsrichtern kein Problem. Gutes Spiel! Die Zuschauer bitte ich vielleicht, die Handys auf stumm zu schalten oder ganz zurückzuschalten. Tisch 1, treten an, Zaud Radasep gegen Fibolny Förster. Zählrichter Bernd Wohlhöfer. Tisch 2 auf der linken Seite spielt Guman Jaslowski gegen Kroschanow Christ. Zählrichter Bernd Wohlhöfer.